Herr Schinnenburg, was bedeutet denn die DKM für Sie und was erhoffen Sie sich von der Messe? Ich glaube, die DKM ist der Treffpunkt der unabhängigen Vermittler in Deutschland. Wir versprechen uns, in den Dialog zu kommen mit unseren Vertriebspartnern. Und ich glaube, was wir heute vermitteln wollen, ist das klare Bekenntnis der ERGO. Wir sind auch ein Maklerversicherer. Zeichnen sich denn irgendwelche Trends oder Tendenzen ab, die man jetzt schon ablesen kann? Ich glaube, zwei Dinge sind sehr deutlich diesmal hier auf der Messe. Das eine ist, wie bekommen wir Digitalisierung und personengebundenen Vertrieb zusammen? Und die zweite Frage ist, dass, glaube ich, in der Breite das Verständnis angekommen ist, dass wir in der Altersversorgung weniger über Garantieprodukte reden, sondern über die Chance, über kapitalmarktnahe Produkte eine vernünftige Altersversorgung zu generieren. Und da gehörten wir als ERGO zu den ersten Versicherern, die diesen Weg gegangen sind. Und ich glaube, das ist tatsächlich angekommen. Wir haben ja schon im letzten Jahr zusammengearbeitet, also ERGO und Pecunia. Wie sehr schätzen Sie denn diese Zusammenarbeit? Also man hat daran gesehen, wir waren sofort bereit zur Verfügung zu stehen. Ich glaube, das ist ein hochinteressantes Medium, was wir gerne auch mit unserer Präsenz unterstützen wollen. Aber es ist natürlich nicht nur Altruismus. Ich glaube, wir partizipieren und gewinnen beide davon.